Wie ihr große Projekte mit vielen Aufgaben leicht organisieren und verwalten könnt, zeige ich euch in diesem Tutorial. Jeder kennt es, man will mal ganz kurz im Gartenhaus das nächste Tomorrowland planen und man weiß ganz genau, das A und O bei so einer Planung ist die Verteilung und vor allem auch die Absprache von Aufgaben. Welches Online-Tool ihr dafür benutzen könnt, um euer Tomorrowland sehr erfolgreich zu machen oder jedes andere größere Projekt auch, zeige ich euch jetzt. Damit wir unsere Projekte umsetzen können, nehmen wir einfach ein Projektmanagement-Tool zur Seite, wie jetzt in unserem Fall Asana. Asana hilft uns bei unseren einzelnen Aufgaben. Wir können uns einzelne Pläne setzen, auch die Analytics auslesen, wie weit sind wir in bestimmten Projekten schon vorangegangen, wie sieht unsere eigene Abteilung aus, also man kann Teams erstellen und so weiter. Wir haben einen guten Überblick. Anmelden ist relativ einfach. Am besten habt ihr eine eigene Domain und gebt dann da eure E-Mail-Adresse mit eurer Domain-Endung ein. Habt ihr das getan, kommt ihr in diesen eingeloggten Bereich und wir sehen hier direkt schon ein paar Sachen, die ich erstellt habe. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, schauen wir uns erstmal den allgemeinen Aufbau von Asana an. Wir haben auf der linken Seite unsere Übersicht mit unseren Projekten, unseren Teams, den Berichten und auch am Ende unsere eigenen Favoriten. Wir fangen jetzt einfach damit an, mal ein Team zu erstellen. Dort können wir uns ein eigenes Team, also bestimmte Teilbereiche erstellen, eine Beschreibung hinzufügen und natürlich auch die Mitglieder, die wir noch einladen oder schon eingeladen haben, auch hinzufügen. Projekte sind dann Projekte innerhalb dieses Teams. Da drücken wir einfach auf dieses Plus und können hier auch ein Projekt erstellen, das Layout ändern oder auch einzelne oder vorgefertigte Vorlagen schon von Asana selber nehmen für bestimmte Sachen in unserem Projekt. Wir können auch weitere Mitglieder einladen, indem wir auf das Plus gehen oder auf Personen einladen. Einladen und dort dann entweder mit einer E-Mail-Adresse unsere Leute zu unserem Team hinzufügen oder halt die Leute bitten, dem Team beizutreten. Haben wir nun unsere ganzen Mitglieder hinzugefügt, unsere Projekte erstellt und auch Teams angelegt, können wir jetzt auf der rechten Seite einen neuen Task hinzufügen, indem wir oben auf Aufgabe hinzufügen drücken. Ich nenne jetzt mal unseren ersten Task einfach Tutorial zu Ende schauen und noch weiter rechts öffnet sich das Task-Fenster. Hier können wir oben jemanden erstmal den Task zuweisen, also wer den bearbeiten soll. Wir können auch mehrere Leute nehmen, aber den sagen wir jetzt erstmal hier, das musst du machen. Und dann sehen wir es auch in ihrer Taskübersicht, dann können wir ein Fälligkeitsdatum nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal heute. Dann haben wir daneben einen Gefällt mir-Button, ein paar Tags, die wir noch hinzufügen können, damit der Task besser gefunden wird. Und Subtasks können wir anlegen. Das heißt, wir machen in dem Task nochmal Unterpunkte, die wir auch abhaken können, damit derjenige weiß, was er genau machen soll. Können dort dann auch eine Beschreibung hinzufügen, was den Task ausmacht oder ein paar Informationen noch dazu. Und es ist auch möglich, den Task zu kommentieren. Also wenn wir mit mehreren Leuten daran arbeiten, kann ich sagen, was habe ich jetzt gerade schon gemacht, wo gibt es Probleme. Es ist auch möglich, hier durch eine History zu sehen, wer was geändert hat. Wir können Anhänge hinzufügen und auch hier den Task löschen und noch einige weitere Sachen machen, zum Beispiel drucken oder auch abhängig von anderen Tasks machen. So, haben wir das gemacht, können wir hier einfach den Task auch abhaken. Haben wir den erledigt, dann geht der weg aus unserer Liste und wir können ihn natürlich auch wieder zurückholen. Es gibt auch Abschnitte, die man hinzufügen kann, indem man hier oben auf New Section drückt. Dann macht sich so ein Abschnitt runter und wir können unsere Tasks auch besser dort sortieren. Also nach jedem einzelnen Section. Die gehen aber auch in den Subtext. Das heißt, immer wenn ich einen Doppelpunkt irgendwo hintermache, wird daraus eine Action draus. Neben der Aufgabenliste haben wir auch noch die Möglichkeit, eine Diskussion zu starten, indem wir hier oben auf den Tab Diskussion gehen. Hier ist das so wie ein schwarzes Brett über das Projekt. Wir können hier einfach ein paar Sachen anpinnen und damit können dann andere Leute auch interagieren und das auch kommentieren. Des Weiteren haben wir einen Kalender, dort können wir alle unsere Aufgaben sehen, die wir uns jetzt in der nächsten Zeit gesetzt haben. Der Fortschritt gibt uns den Fortschritt über unser Projekt an, also wir können ja auch einen Status festlegen und können auch schauen, welche Aufgaben noch offen sind oder welche schon abgeschlossen sind und damit ein bisschen besser beurteilen, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Ja, und es bleibt natürlich auch noch der Dateien-Tab über. Hier sehen wir alle Dateien, die in diesem Projekt geshared wurden und können damit dann auch besser was anfangen. Natürlich gibt es auch persönliche Einstellungen, die erreichen wir oben über die Ecke und dann auf unserem Profileinstellungen. Dort können wir unseren Namen ändern, auch unsere Abteilung oder ob wir im Urlaub sind. Es gibt aber auch sogenannte Hacks, zum Beispiel Tab B ist ganz lustig für alle, die was mit Pussys anfangen können. Wir aktivieren den am besten. Dafür müssen wir die Seite dann einmal neu laden und haben dann eine sehr schöne Abwechslung in unserem Asana.
Asana an sich ist sehr umfangreich. Wie ihr jetzt sehen wird, gibt es auch sehr viele Sachen, womit man sich lange beschäftigen kann, zum Beispiel mit diesem Tab B, aber allgemein gibt es dazu noch sehr viel zu sagen. Am besten funktioniert das, wie schon am Anfang gesagt, mit der eigenen Domain. Das heißt, ihr habt eine Domain und auch alle eure Mitglieder haben die gleiche Domain. Geht das am besten und am schnellsten, jedoch könnt ihr es auch anders machen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick für Asana bekommen oder wie das alles auch da drin funktioniert und nutzt es vielleicht in einer oder anderen Projekten auch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer um 16 Uhr neues Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin und ciao.